Was bedeutet eigentlich das Wort Computer? Computer ist ein lateinisch-englisches Wort. Es kommt eigentlich vom lateinischen computare. Das bedeutet zusammenrechnen. Computer bedeutet also so viel wie Rechenmaschine oder Rechenapparat. Als erster programmierbarer Computer gilt allgemein der Z3 von Konrad Zuse aus dem Jahr 1938. Der Z3 beherrschte bereits Multiplikation, Division und die Berechnung der Quadratwurzel und lieferte das Ergebnis in etwa 3 Sekunden. Es klingt wie ein Traktor, ist aber der erste Computer der Welt. Und entwickelt wurde der Z3 von dem damals 30-Jährigen auf dem Bauernhof seiner Eltern. In den Nachkriegsjahren verließ er Berlin mitsamt seiner Erfindung. Und es gelang uns dann in der Nordhessen wieder neu anzufangen. Hier wurde 1949 die Zuse KG gegründet, die erste Computerfirma der Welt. In dieser alten Fabrikhalle in Bad Hersfeld fand früher die Endfertigung von Zuse-Computern statt. Jetzt werden die Räume renoviert, um in Zukunft hier Rechner der Firma auszustellen. Was glauben Sie, hat dieser Mann hier gemacht? Kennen Sie den? Haben Sie eine Verbindung dazu? Zuse sein. Zuse, genau. Zuse. Konrad Zuse. Und so lebt das Andenken an den Zuse Z3 auch 80 Jahre nach seiner ersten Inbetriebnahme weiter.